Brille wird meiner Ansicht nach immer weiter Einzug in die Lehre finden, und zwar als ergänzendes Hilfsmittel. Sie wird sicherlich, was zumindest mein Fach anbetrifft, nichts ersetzen, sondern es wird eine gute Unterstützung sein für, wie Sie sagen, Remote-Unterricht. Wir versuchen ja immer mehr, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beispielsweise zu ermöglichen. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere bei der Wiederholung von Unterrichtsstoff, also Dinge, die man dann wirklich schon gesehen hat und gelernt hat und auch begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass hier so eine Brille auf Distanz sehr gut nochmal die Dinge wiederholen kann, ohne dass man wirklich dabei sein muss. Da sehe ich eigentlich ein großes Potenzial, auch gerade für mein Fach. Ich glaube, dass der Einsatz der Brille überall dort Einzug finden wird und wo er Prozesse optimieren wird, wo mit digitalen Bildern gearbeitet wird. Ich glaube, das betrifft sehr viele Fächer. Und ich glaube, dass hier ein ganz großes Potenzial ist, digitale Bilder auszutauschen, auf Distanz zu bewerten und überhaupt auch zu transferieren. Also es war bei mir selber so, dass ich die Brille zunächst bei einem Kollegen mir angeschaut habe, der die Brille im Einsatz hatte. Und das war eigentlich für mich die wichtigste Erfahrung. Hier in der Notfallmedizin einfach mal die Brille angeschaut, aufgesetzt und gesehen, was ist damit möglich. Und so würde ich es auch anderen Kolleginnen und Kollegen anbieten. Es ist wichtig, darüber einfach zu kommunizieren. Bei mir war es auch so, dass ich erst mit der Nutzung der Brille überhaupt erkannt habe, was damit alles möglich ist. Und ich glaube, in allen Bereichen der Lehre der Medizin, wo es eventuell auf Distanz ankommt, ist hier ein großes Potenzial gegeben. Und ich glaube, es ist das Wichtige, sich einfach erstmal damit zu beschäftigen und mit den Möglichkeiten zu beschäftigen. Das Team von RatioData hat es eigentlich überhaupt erst ermöglicht, dass ich die Brille wirklich anwenden konnte. Also ich habe viele Anwendungen digital und virtuell gesehen, was andere Leute damit machen, und bin eigentlich erstmal sehr naiv daran gegangen und habe gesagt, so eine Brille brauche ich auch und dann benutze ich die. Das hat sich in der Umsetzung dann als etwas schwieriger erwiesen, aber da war die Brücke, die dann RatioData für mich gebaut hat, also die tatsächlichen Anwendungen auch einzurichten, da und hat eigentlich dazu geführt, dass wir gerade mit dieser Teams-Anwendung sehr gut arbeiten konnten. Die Brillen sind heute noch sehr grob. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass sie immer noch unbequem zu tragen sind, auch wenn es immer besser wird. Also wenn man sie über einen längeren Zeitraum, also für eine Stunde oder sowas trägt, dann ist es einfach nicht mehr angenehm. Und ich glaube, dass das größte Verbesserungspotenzial dieser Brillen darin besteht, dass sie deutlich kleiner werden. Das werden sie auch sicherlich. Ich denke, wir werden in 10, 20 Jahren über die Größe der jetzigen Brillen lächeln. Und dass wir die Brille dann ganz normal tragen, wie wir sonst auch eine Lesebrille tragen. Ich habe das in irgendeiner Veröffentlichung der Universitätsmedizin gelesen, dass diese Brille bereits hier im Einsatz ist. Und so handhabe ich das auch. Also ich versuche viel darüber zu kommunizieren, dass wir diese Brille verwenden in der Lehre, und lade alle Kolleginnen und Kollegen ein, sich das bei uns einfach anzuschauen, weil das das Einfachste ist.